Stellt euch vor, ihr würdet euch beide Beine brechen und jemand würde euch die Krücken wegnehmen und sagen, geh doch einfach. Stellt euch vor, man würde einer Person, die erkältet ist, sagen, hör doch einfach auf zu husten. Ich weiß, wer würde so etwas schon sagen, weil ich meine, man sieht ja, dass die Person krank ist. Aber stellt euch vor, ihr habt eine Krankheit, die man nicht wirklich sieht. Eine Krankheit, mit der euch keiner wirklich ernst nimmt. Das ist nur eine Phase. Jeder von uns hat solche Tage. Es gibt doch nichts, worüber du traurig sein müsstest. Es bringt nichts, sich in Sachen reinzusteigen. Warum bist du denn traurig? Du solltest mal rausgehen und etwas Lustiges machen. Du solltest froh sein, dass du einen gesunden Körper hast. Du würdest dich so viel besser fühlen, wenn du einfach mal lächeln würdest. Es gibt Menschen, die haben viel größere Probleme als du. Munter dich doch einfach auf. Du bist so negativ. Versuch doch einfach mal nicht daran zu denken. Fröhlichkeit ist eine Entscheidung. Depression. Sie gehört zu den häufigsten und vor allem hinsichtlich ihrer Schwere am meisten unterschätzten Krankheiten. Vor allem in den letzten Jahren hat sich die Depression zu einem sogenannten Trend in den Köpfen der Menschen entwickelt. Aber sie ist viel mehr als nur irgendein Trend auf Tumblr. Viel mehr als eine traurige Phase und viel mehr als das Suchen nach Aufmerksamkeit. Depressionen zählen zu den häufigsten psychischen Krankheiten und weltweit leiden ca. 350 Millionen Menschen unter Depression. Wie fühlt sich das an? Es fühlt sich an, als würde der eigene Verstand durch einen anderen ausgetauscht werden, der einem das Gefühl gibt, wertlos zu sein, selbst gegenüber den Menschen, die man liebt oder die einen lieben. Es ist, als würdest du in einer dunklen Box gefangen sein. Und du fühlst dich so schlecht, dass selbst die einfachsten Aufgaben unmöglich erscheinen. Es ist wie Ertrinken, nur dass jeder um dich herum atmet. Du fühlst dich komplett allein, selbst wenn du von vielen Menschen umgeben bist. Es ist der Glaube, dass du egal bist. Es ist die Abwesenheit von Hoffnung. Depression ist, wenn du morgens aufwachst und dir wünschst, du wärst nicht aufgewacht. Ich denke, dass jemand, der selbst nie Erfahrung mit Depressionen gemacht hat, auch nie wirklich verstehen wird, wie sich eine Person mit dieser Krankheit fühlt. Aber ich finde, es ist dennoch extrem wichtig, sich damit zu beschäftigen, um einfach dieses Thema sensibler behandeln zu können, weil das ist es leider, was vielen heutzutage noch schwerfällt. Wie entsteht Depression? Eine medizinische Erklärung kann ich jetzt hier nicht geben, dafür bin ich nicht informiert genug. Aber viele glauben immer, dass eine Depression automatisch durch irgendein schlimmes Ereignis ausgelöst wird. Und das kann auch sein. Es kann sein, dass man durch eine bestimmte Ursache oder durch ganz viele bestimmte schlimme Ereignisse in eine Depression rutscht. Aber eine Depression kann auch völlig unabhängig von äußeren Umständen auftreten. Auch Personen, die scheinbar ein perfektes Leben führen, können unter Depressionen leiden. Woran erkennt man Depression? Es ist schwierig, hier eine einzige und richtige Antwort zu geben, weil es verschiedene Arten und Schweren von Depressionen gibt. Aber ich denke, das Wichtigste ist erstmal hier zu wissen, dass depressiv sein nicht gleich traurig sein bedeutet. Jeder von uns hat mal eine traurige Phase und das ist vollkommen menschlich, gesund und gehört auch im Leben dazu. Aber Depressionen sind nicht nur eine dieser Phasen. Du siehst das Leben trostlos. Selbst Dinge, die dir vorher Spaß gemacht haben, sind plötzlich uninteressant. Selbst die sonnigen Tage wirken plötzlich grau und trist. Du bist durchgängig müde und lustlos. Der Tag beginnt mit Angstzuständen, die es einem schwer machen, aus dem Bett zu steigen. Alles fühlt sich an wie eine riesige Herausforderung und für manche ist es unmöglich, alltägliche Dinge zu bewältigen. Man hat Schuldgefühle und macht sich selbst für vieles verantwortlich. Nichts löst mehr positive Gefühle aus, man verspürt dadurch eine schwere Hoffnungslosigkeit. Irgendwann bist du nicht mal mehr traurig, sondern leer, taub, gefühlslos. Das eigene Leben wird nicht mehr als besonders bedeutend angesehen, was zu impulsiven und rücksichtslosen Handlungen führt, wie zum Beispiel, dass man anfängt, sich selbst zu verletzen. Und irgendwann erscheint der Tod wie eine plausible Alternative. Viele sagen immer, sie können nicht verstehen, wie man so etwas Egoistisches wie einen Selbstmord begehen kann. Und ich wünsche mir auch, dass diese Menschen niemals an diesen Punkt kommen, an dem sie es völlig verstehen können. Aber was man sich mal vor Augen führen muss, ist, wie real und anhaltend dieser Schmerz einer Depression sein muss, dass für jemanden der Selbstmord als sinnvolle Antwort erscheint. Das Leben hat so sehr an Bedeutung verloren, dass der Tod wie keine große Sache mehr wirkt. Es ist nicht so, dass die Betroffenen unbedingt sterben wollen. Sie wollen einfach nur nicht mehr weiterleben. Warum drehe ich dieses Video?
Ich wollte schon vor Jahren mal über dieses Thema reden, aber ich habe mich ehrlich gesagt nie wirklich getraut, weil es ein sehr, sehr sensibles Thema ist und ich immer Angst hatte, dass ich irgendwas Falsches sage. Aber mir ist es extrem wichtig, Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu lenken und Leute zum Nachdenken anzuregen, die diese Krankheit bisher nicht so ernst genommen haben. Es wird sehr oft abfällig darüber geredet, wenn jemand anfängt, sich selbst zu verletzen, dann heißt es letztendlich immer nur, ach, die will ja nur Aufmerksamkeit. Ja, und selbst wenn die Person nur Aufmerksamkeit suchen sollte, es ist ein Schrei nach Hilfe. So oft werden Depressionen ignoriert und nicht ernst genommen, bis es letztendlich zu spät ist. Depression ist eine schwere Krankheit, aber sie ist heilbar. Ich weiß, in dieser Hoffnungslosigkeit wirkt es nicht so. Es ist eben diese Depression, die einem dieses Gefühl gibt, was einem einfach jegliches Fünkchen an Positivität aussaugt. Aber glaubt mir, man kann da raus, wenn ihr euch helfen lasst. Wenn die vorher genannten Punkte auf euch zutreffen, wenn ihr unter Depression leidet oder ihr vermutet, dass ihr unter Depression leidet, dann bitte, bitte sucht euch Hilfe. Der erste Schritt ist es, mit jemandem zu reden, auch wenn es einem schwerfällt. Und redet da bitte, egal mit wem, sei es mit einem Arzt, mit einem Therapeuten oder wenn euch das zu schnell geht, vielleicht erst mit euren Eltern, Freunden, einem Lehrer. Redet einfach mit irgendwem über eure Gefühle. Es ist nichts, wofür man sich schämen müsste, es ist nichts, wofür man sich Schuldgefühle geben müsste. Auch eine Therapie ist nichts, was einem peinlich sein muss. Depressionen müssen einfach wie jede andere Krankheit auch behandelt werden. Und wenn ihr jemanden kennt, bei dem ihr vermutet, dass er betroffen sein könnte, dann bitte redet auch mit denen. Zeigt ihnen, dass ihr für sie da seid, dass ihr versucht, sie zu verstehen, auch wenn es schwer ist. Es sind immer mehr Kinder und Jugendliche von dieser Krankheit betroffen und es macht mich traurig zu sehen, dass so viele den Schritt wagen, über ihre Gefühle zu reden und einfach nicht ernst genommen werden und es am Ende irgendwie mit einem "Du musst dich einfach zusammenrappeln" Spruch abgetan wird. Ich werde auf jeden Fall in der Infobox noch verschiedene Seiten oder Nummern verlinken, an die man sich ebenfalls wenden kann, wenn man da nicht weiter weiß. Ich hoffe einfach, dass ich mit diesem Video irgendwen erreichen konnte, der das braucht, irgendwas bewegen konnte, weil das für mich ein sehr wichtiges Thema ist. Bitte nehmt das Thema ernst. Und dann würde ich sagen, ich beende das Video jetzt und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bye!